Und jetzt endlich der PlayStation Portable Soundtrack zum Lemmings-Spiel. Oh, oh, hinter mir? Was? Was ist denn jetzt los? Ich werde hier durch Wände angegriffen, das ist völlig unsinnig. Totaler Quatsch, also bitte. So, schnell noch gucken, dass hier wirklich keine Löcher sind, damit ich sowas durchschießen kann. Und es geht runter auf 3 Bilder pro Sekunde, weil irgendwo ein Monster im Wasser gespawnt ist und das Spiel zum Ruckeln bringt. Und man sieht, wie das Schwert keine Geräusche mehr macht und sich kaum noch bewegt. Okay, das gibt ein TNT-Stück. Speichere mal die Chunks ab, du dummes Spiel. Vielleicht geht's ja wieder schneller. Ja, wir sind wieder bei 9 Bildern pro Sekunde. 6, 5 und bergab geht's wieder mit der Performance. Wir sind wieder bei 3 angekommen. Ah, hier sind ziemlich viele Löcher. Da platziere ich doch mal lieber das Bett hier oben und schlafe da mal kurz drin. Das sollte keinen Unterschied machen, weil der dann jetzt nach außen hin zu ist. Es ist schon wieder morgen. Sehr schön. Ich muss öfters mal das Spiel pausieren, damit die ganzen Chunks verarbeitet werden können. Weil die Monster lassen das nicht zu, es sind einfach zu viele. Ja, guck dir dieses Ruckel an, das ist fürchterlich. Jep, 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 leck mich doch. Und weiter geht's. Ja, genau, genau. Komm um die Ecke, ohne dass ich schießen kann. Ich kann noch nicht mal die Sachen auswählen. Ich werde dann um die Ecke gucken, bevor ich getroffen werde. Okay, es ist Zeit für TNT. Ich brauche mehr Holz für eine Werkbank. Ah, so gerade eben reicht das. Oder? Etwas knapp werden. Ja, es hat in dem Speicherstand meine ganzen Achievements vergessen. Das ist der Preis, den ich zahle. Ja, es reicht sogar für eine Pressure Plate und TNT. Herrlich. Okay, los geht der Spaß. Sag, los geht der Spaß. Ein Bild pro Sekunde. Lad die Chunks da mal fertig. Ernsthaft jetzt. Regnet es zufällig wieder draußen? Ja, es regnet. Natürlich, deswegen ruckelt es. Ich glaube, ich habe den Regen ausgestellt. Das Problem ist, der Effekt des Regens macht das Spiel nicht gerade schneller. Und der Effekt bleibt auch, wenn die visuellen Sachen ausgestellt sind. Boom! Und ich hoffe, das hat unten ein paar Spawner erledigt. Wow, wo kommt das Loch hierher? Das hat noch ein bisschen mehr zerstört, als nur das, was ich zerstört sein wollte. Gut, da unten sind Creeper-Spawner. Das heißt, das gibt ein extra TNT. Ich habe keine Lust, gegen Creeper bei 3 Bildern pro Sekunde zu kämpfen. Die kann man ja gar nicht platt kriegen. Okay. Ich brauche mich auch gar nicht zu entschuldigen, dass das hier so ruckelt. Das ist alles der Schuld der Java-Programmierer.
ist jetzt mal gut. Was habe ich denn hier so drin? Nichts Besonderes. Wieso habe ich eher... Ach ja, ich habe was verkauft. Da habe ich natürlich Geld von bekommen. Die Krempel lasse ich lieber mal hier. Und ein bisschen von dem Dreck bleibt auch hier. Nein, es macht keinen Spaß, wenn es so viel ruppelt. Überhaupt nicht, nicht im geringsten. Und dann schicke ich hier noch ein TNT nach unten. Wutsch. Wenn ich jetzt hier schlafen kann, dann wird eine neue Episode geladen, gestartet und nicht geladen. Ich kann zurzeit gar nicht aufs Bett ziehen, so viel ruckelt das. Nein, ich kann natürlich nicht schlafen. Ist mir jetzt egal, neue Episode, Java hat irgendein Problem mit dieser Region.